Herr Jakobitz. Hallo, Herr Landrat. Wo sitzen wir denn hier? Wir sitzen im wunderschönen Sonneborn. Aber das ist jetzt erstmal nur die Warm-up-Frage gewesen. Ich soll ja mit der Frage nach der Heimat anfangen. Herr Jakobitz, was ist für Sie Heimat? Heimat, man kann ja sagen, da wo man den Inselsberg sieht. Für mich ist aber Heimat mein Dorf, wo ich wohne, Bad Tabberz, wo man die Nachbarn noch kennt, wo man fast das ganze Dorf kennt, wo noch so viel Gemeinschaft ist. Mhm. Gemeinschaft, ist das auch der Grund, warum Sie Einzelhandelsmärkte im ländlichen Raum betreiben? Auf dem Dorf, weil man hat sehr viele Stammkunden, also man kennt noch seine Kunden. Man weiß auch die besonderen Wünsche der Kunden, was dann vielleicht in Städten ja schon untergeht. Jetzt sitzen wir hier in Sonneborn in Ihrem Lebensmittelmarkt. Genau. Aber wenn wir uns umgucken, sind gar keine Lebensmittel da. Was steckt da dahinter? In Sonneborn haben wir gerade eine große Baustelle. Wir haben unseren Markt angebaut um 400 Quadratmeter. Deswegen 3 Monate zu. Und wollen am 11.8. um 10 Uhr wieder eröffnen. Und 11.8. 10 Uhr, das ist ja eine sehr präzise Vorstellung. Wenn wir senden, ist der Termin auch schon rum. Sind Sie guter Dinge, dass Sie das auch genau auf die Minute einhalten? Bin ich mir ganz sicher. Wir haben schon seit Monaten, eigentlich schon fast seit Jahren geplant. Und wir liegen noch voll im Zeitplan. Was hat es notwendig gemacht, dass überhaupt angebaut werden musste? War ja vorher schon ein Lebensmittelmarkt hier. Es war vorher schon ein Lebensmittelmarkt. Aufgrund der Größe aber wollten wir mehr Sortiment unserer Kundschaft anbieten, wo auch verstärkt Nachfrage war. Und durch die Größe können wir noch mehr verschiedene Artikel anbieten. Also ich stelle mir das schon vor, wie das hier aussieht. Draußen sind es ja gefühlte 45 Grad, vielleicht sind es auch noch 35. Wahrscheinlich, jetzt sitzen wir hier im Eingangsbereich. Wo würden die Getränke stehen? Habe ich vorhin gedacht, Mensch, jetzt ein alkoholfreies Hefeweizen. Die Getränke würden dann genau hinter Ihnen werden die Getränke stehen. Also doch, dann muss ich also Mitte August nochmal kommen und das alkoholfreie Hefe mir nachholen. Genau, und dann haben wir auch eine Klimaanlage hier drin, da ist es auch nicht so warm. Das heißt, die Kundschaft ist eingeladen, hier auch zu verweilen. Und sich zu kühlen, genau. Sie sagen 11. August, 10 Uhr schaffen wir, also Material scheint alles da zu sein. Wir haben das gemacht. Ist alles da. Wir haben viele Materialien schon im Vorfeld eingekauft, wie Materialien für Dachdecker oder Ziegelsteine, was zum Teil schon seit Ende Dezember parat lag. Also das Bauen ist das eine, Supermarkt betreiben das andere. Sie betreiben an 3 Standorten im Landkreis ja Lebensmittelläden, hier in Sonneborn, in Neudietendorf und in Bad Tabberz. Genau. Nun sind es keine vollautomatischen Supermärkte, wie wir es ja im Landkreis so Stück für Stück an einzelnen Punkten auch bekommen. Wie sieht es denn aus mit den Fachkräften im Einzelhandel? Fachkräfte zu finden wird natürlich immer schwieriger. Bei uns geht es noch gerade so. Insbesondere jetzt in Orten, wo ich schon länger bin, wie Bad Tabberz, wo man durch Mundpropaganda schon noch Mitarbeiter findet. Bewährt hat sich zum Beispiel für Lehrlinge. Also wir haben insgesamt zurzeit 2 Lehrlinge. Ab 1. August haben wir dann wieder einen neuen Lehrling, also einen dritten Lehrling. Und das meistens über Aushilfsjob neben der Schule oder Schülerpraktiken, wo es denen halt so gut bei uns gefallen hat, dass sie bei uns als Lehrling angefangen haben. Was macht denn die Freude im Einzelhandel? Warum bleiben die Aushilfen dann? Wenn Sie bleiben? Oder warum sind Sie im Einzelhandel? Ja, es bleibt ja nicht jede Aushilfe, aber ich sag mal, jede 10. Aushilfe oder so, der gefällt es halt so gut, dass er bei uns anfängt. Bei mir persönlich war das ähnlich. Ich habe halt neben der Schule als junger Mann Geld gebraucht und habe einfach in einen Supermarkt gefragt, hier, braucht ihr eine Aushilfe? Die haben gesagt, jawohl, wir brauchen jemanden. Dann habe ich dort angefangen. Mir hat es von Anfang an gefallen und gefällt mir immer noch. Und die haben mich dann auch gefragt, ob ich als Lehrling anfangen will. Das habe ich gemacht und so bin ich in den Lebensmitteleinzelhandel gekommen. Wie ist dann der Weg vom Lehrling, vom Azubi zum Inhaber von 3 Nahkaufmärkten? Peu à peu, Stück für Stück. Ich habe ganz normal meine Lehre als Einzelhandelskaufmann gemacht, ein bisschen in verschiedenen Märkten gearbeitet, war auch bei einem Handelsunternehmen in Fulda für 1 Jahr in der Zentrale beschäftigt, über mehrere Monate, Jahre Springer, also von Würzburg bis Kassel bis Weimar,
überall mal ein bisschen gearbeitet und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und über die Springer-Tätigkeit, Sie kommen aus der Region hier. Und Sie haben dann auch deshalb gesagt, so gesprungen ist jetzt genug, ich will wieder zurück. Ich komme aus der Region, also ein gebürtiger Gotha, wohne aber schon seit gefühlten Ewigkeiten in Tabarz, wo ich mich richtig gut wohlfühle. Sie sind lange im Einzelhandel ja schon unterwegs, haben Sie als sehr plastisch auch beschrieben. Wenn man das klassische Bild vom Einzelhandel hat, gerade auf dem Dorf, dann hat man ja nicht den mehrere hundert Quadratmeter großen Supermarkt in Sonneborn vor Augen, sondern man hat ja fast eigentlich den Tante-Emma-Laden vor Augen mit Tresen und Kasse. Okay, ich bin zu jung, um das selber noch erlebt zu haben, aber da hat sich ja einiges getan. Jetzt bauen Sie trotzdem auf dem Dorf wie Sonneborn, bauen Sie an und vergrößern. Also es scheint ja offensichtlich nicht nur der Trend zu sein zum Thema kleiner, sondern auch größer. Sortiment erweitern. Was glauben Sie, wie wird sich der Einzelhandel insgesamt verändern? Also ich habe vorhin auf dem Weg hierher, habe ich mir überlegt, na Mensch, Handel. Was macht denn der Handel auf dem Dorf aus? Was macht ihn gut? Warum wird es Handel auch weiterhin geben? Jetzt könnte ich es mir einfach machen und könnte sagen, na gut, Elektrogeräte werden in Zukunft bei Amazon verkauft. Lebensmittel wird man immer im Laden kaufen, aber auch da gibt es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle Veränderungen. Was ist der Supermarkt 2030 oder 2035? Welche Herausforderungen sind zu meistern, damit dieser Markt auch ein Erfolg werden wird? Also was meine Erfahrung zeigt, es gibt eine immer größere Vielschichtigkeit. Vegane Produkte, vegetarische Produkte, laktosefreie Produkte, Bio-Produkte, das hat vor 20 Jahren hat es noch keinen Menschen interessiert. Und mittlerweile wird das so stark nachgefragt, dass das eigentlich ein Vollsortimentler auf jeden Fall haben muss und auch gut verkauft. Also die Artikelauswahl oder die Wünsche der Kundschaft werden immer größer. Oder auch ganz großes Thema zurzeit sind regionale Artikel. Vor 10 Jahren hat es kein Mensch interessiert, ob die Tomate jetzt aus Spanien oder Niederlande oder Deutschland kommt. Und jetzt ist es so, es will eigentlich fast jeder die deutsche Tomate essen und nichts anderes. Wie kommen die Waren zu Ihnen? Also wonach entscheidet sich, ob das jetzt ein farnischer Apfel ist oder ein neuseeländischer? Also ist ja grundsätzlich, also wir werden mit frischer Ware täglich beliefert. Nahkauf gehört ja zur Rewe-Gruppe. Was für Sie völlig selbstverständlich ist. Ich habe ja nun als Landrat, aber auch in meiner Vortätigkeit, immer nur als Kunde mit dem Lebensmitteleinzelhandel zu tun. Ist es der Marktleiter, der aussucht, wir wollen lieber den neuseeländischen oder den farnischen Apfel? Oder wonach? Also es gibt schon gewisse Standardsortimente, Listungen, wo man auswählen kann, wo man natürlich dann immer versucht, die regionalen Artikel hereinzunehmen. Oder man kann ja auch als kleiner Einzelhändler oder relativ kleiner Einzelhändler wie zum Beispiel Farner Säfte uns beliefern lassen oder wir wollen uns aus der Hofkäserei in Haina mit Ziegenkäse beliefern lassen. Also man hat da schon viel mehr Einfluss. Und das haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute das wollen? Ja. Also der neuseeländische Apfel liegt länger in der Auslage als der farnersche? Genau. Oder der holländische Gouda liegt länger als der Hainaer Ziegenkäse. Ja, oder logisch aus Gierstedt oder wenn wir beim Spargel bleiben, aus Herbstleben, ist eigentlich dann schon, also wenn jetzt Spargelzeit ist, verkaufen wir auch den Herbstleber Spargel, genauso wie in Gotha auf dem Wochenmarkt. Ist genau dasselbe Produkt, was vielleicht auch viele Kunden noch gar nicht so wissen. Was glauben Sie, wie Sie das den Kunden erklären können? Außer bei so Gelegenheiten wie jetzt? Ja, versuchen. Es steht dann oft auf der Kiste drauf, wo es herkommt. Und zum Teil hat sich das ja auch schon rumgesprochen. Also, dass es da sehr viele regionale Produkte gibt. Gerade bei Obst und Gemüse hatten wir bei bestimmten Produkten dieses Jahr auch so ein bisschen eine Umkehr gegen den langjährigen Trend. Was die Preisentwicklung betrifft, also man hat schon gemerkt, dass vielleicht die regionale Erdbeere ein bisschen weniger nachgefragt wird als die in den Vorjahren oder auch der einheimische Spargel ein bisschen weniger nachgefragt wird und wieder ein bisschen mehr auch griechische Ware, spanische Ware. Das war so das erste Jahr durch wahrscheinlich die hohe Inflationsrate, wo sich das erste Mal das so ein bisschen wieder gedreht hat, wo ich aber nicht glaube, dass das jetzt ein langfristiger Trend wird.
Merken Sie eine Veränderung im Einkaufsverhalten jetzt in dieser insgesamt etwas angespannten Situation? Also die Leute können ja draußen, man kommt ja an keiner Hiobsbotschaft mehr vorbei. Merkt man das an den Einkaufskörben? Das oder? Merkt man auf jeden Fall. Es geht ja einem privat auch so, alles wird teurer. Und da versucht man dann eher nicht die teure Biomilch zu kaufen, sondern vielleicht eine ganz normale Milch. Oder der eine ganz normale Milch gekauft hat, kauft dann die Milch im Preiseinstieg. Also es ist schon, dass unsere Kundschaft preisbewusster geworden ist als vor einem halben Jahr. Aber Ihnen ist nicht bange vor der Zukunft, die vor uns liegt, weil Sie sagen, die Leute müssen ja was essen und irgendwie wird es Lösungen geben? Also mir ist da überhaupt nicht bange. Und meine Aufgabe ist als Händler ja, das anzubieten, die Ware, die meine Kundschaft will. Und wenn die Kundschaft Bioartikel will, dann bieten wir halt Bioartikel an. Wenn wir regionale, bieten wir regionale an. Also da sind wir immer sehr flexibel auf die Kundschaft ausgerichtet. Und gerade im ländlichen Bereich, vielleicht in ein bisschen kleineren Märkten, wir haben es dann auch ein bisschen schwerer. Wir können zum Beispiel nur 5 verschiedene Gurkengläser anbieten. Ein großer Kaufland in Gotha kann vielleicht 20 anbieten von der Größe her. Und wir versuchen halt immer genau diese 5 Sorten zum Beispiel anzubieten, die auch unsere Kundschaft hier am Standort will. Und für mich ist da auch immer ganz kurios, wie auch im Landkreis die Unterschiede so groß sein können, wenn ich das jetzt mit Neudietendorf, Tabatz oder Sonneborn nehme. Es gibt wirklich Artikel, die laufen in Tabatz, kauft jeder. In Sonneborn kauft das kein Mensch. Und andersrum gibt es in Neudietendorf Produkte, die werden gekauft ohne Ende, was dann in Tabatz kein Mensch kauft. Also selbst innerhalb des Landkreises ist das Kaufverhalten doch sehr unterschiedlich. Das ist für mich immer ganz spannend und wunderlich, sage ich mal. Also auch immer ein bisschen die Herausforderung, das dann so nachzusteuern, genau, für jeden Einzelnen. Also es gibt nicht den Gesamtkatalog für den Landkreis. Den gibt es auf keinen Fall. Das ist ja spannend. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss aus Kundenperspektive. Manchmal hat man ja das Gefühl, es wird umgeräumt, damit man erstmal wieder suchend durch den Laden gehen muss. Stimmt das, dass die Supermärkte umräumen, damit die Kunden neu suchen müssen? Oder hat es was mit dem Sortimentwechsel zu tun? Die Supermärkte räumen ja relativ oft um. Aber das ist gar nicht zu vermeiden und das ist auch nicht, um den Kunden zu ärgern. Aber wenn wir gerade bei Produktänderungen sind, dass die Leute mehr Hafermilch trinken oder Sojamilch, irgendwo muss man ja den Platz dann im Regalen schaffen und dafür vielleicht andere Produktkategorien ein bisschen kürzen, was nicht mehr so gefragt ist. Und deswegen hat man eigentlich alle paar Jahre immer einen Umbau, ob man es will oder nicht. Aber das ist eigentlich nur, um den Kunden auch wirklich die Sortimente anbieten zu können, die er will. Na, da haben wir doch schon mit einem Mythos hier vielleicht aufgeräumt. Vielleicht im Kleinen jedenfalls. Sehr schön. Gibt es ein Produkt, was Sie gerne noch verkaufen würden, was aber nicht mehr gibt? Also ich halte das überholt mit diesen DDR-Produkten, nach 30 Jahren da noch so viel Wert drauf zu legen. Ich glaube, die regionalen Produkte sind wichtig. Es will jeder ein herbstlebender Spargel essen, aber was da im Spreewald gemacht wird, interessiert, glaube ich, in unserem Landkreis nicht wirklich jemanden. Also ich glaube, regional muss nicht unbedingt Ost und West heißen. Also dieses Ost-West halte ich nicht mehr für zeitgemäß, absolut nicht mehr für zeitgemäß. Das kann ich gut teilen an Einschätzung. Sie haben Ost-West erlebt, Sie sind auch ein bisschen rumgekommen, haben Sie mir vorhin erzählt. Ich würde gerne quasi 2 Schlussfragen stellen, nämlich, also Sie haben ja Einzelhandel auch von der Pike auf gelernt. Genau. Wo ist Ihr Lieblingsplatz im Einzelhandel? Also als Marktinhaber, also kennt man alle Stellen. Also mein Lieblingsplatz wäre eigentlich ganz normal im Geschäft, an der Kasse oder beim Auspacken, aber leider kann ich das überhaupt nicht mehr ausführen, weil ich meistens nur noch mit administrativen Sachen beschäftigt bin, aber so mein liebster Platz ist eigentlich mitten im Markt an der Kasse oder an der Ware, wo ich leider überhaupt keine Zeit mehr für sowas habe. Ja, so ist das manchmal. Vielleicht gelingt es ja in den nächsten, wenn der Umbau fertig ist, dass Sie da ein bisschen Zeitfenster finden. Genau, dass ich dann vielleicht mal wieder mehr Zeit finde und wenn es punktuell ist, mal eine Stunde in der Woche oder so, mal wieder wirklich richtig auf der Fläche was schaffen tue. Und dann noch die ganz letzte Frage. Sie sind ja hoffentlich nicht nur in Ihren Märkten oder mit dem Administrativen beschäftigt, sondern haben auch ein bisschen Freizeit. Was ist Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Bad Tabarz, da wohne ich auch. Soll aber nicht heißen jetzt, dass es mir in Sonneborn nicht gefällt oder in Neudietendorf nicht gefällt. Aber Bad Tabarz ist meine Heimat und da bin ich eigentlich am liebsten. Sehr gut. Also, Herr Jakubitz, ich darf mich bedanken für die Einblicke in das Leben eines Einzelhändlers, auch in die Erfahrung des Einzelhändlers. Ich drücke die Daumen, wenn das hier ausgestrahlt wird. Also ich komme dann nochmal wieder. Ob ich es jetzt direkt zur Eröffnung schaffe, kann ich nicht versprechen. Wir versuchen es mal. Ich gucke gleich nochmal in meinem Kalender. Ansonsten komme ich aber auf jeden Fall und gucke mal, wie es hier aussieht, wenn es am Ende auch bestückt ist. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich für das angenehme Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.